Hey und willkommen hier zu meiner neuen Die Sims 4 Let's Build Folge. Ich bin Daniel von SimFans.de und ich baue heute mein Overwaterhaus. Zumindest fange ich mal an. Auch ein herzliches Willkommen an alle Kanalmitglieder, die erste Folge jeder neuen Baureihe wie immer. Ja, mindestens 24 Stunden bei allen anderen angucken können als kleines Goodie für die extra Unterstützung. Danke euch nochmal dafür und ja, euch jetzt ganz viel Spaß. Ich habe vor, ein Haus zu bauen, das auf dem Wasser steht. Ihr habt es bestimmt schon auf dem Thumbnail gesehen, ich noch nicht. Ich wage mich jetzt erstmal dran. Und zwar habe ich mir überlegt, man kann ja einen Raum ziehen und dann kann man ja das hier so runterziehen wieder. Und das Coole ist dann, dass man hier dann quasi also mehrere Ebenen machen kann. Und die kann man dann mit Stelzen ins Wasser reinmachen. Ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen da auf jeden Fall so eine Höhe mal. Ich platziere mir auch so zur Orientierung jetzt mal, damit man da sieht, wie groß ist das eigentlich, wie hoch ist das eigentlich und so. Mal auch hier so ein Bett oder sowas hin. Das ist nur dazu da, dass man da so ein bisschen gucken kann, ne, wie hoch ist das eigentlich, wie viel Platz hat man da noch. Ich würde mal so, ne, diese Höhe erstmal anfangen. Dann können wir da unten unseren Steg hier anfangen. Es ist ganz wichtig, nochmal für jeden, der es nicht weiß, wenn man hier jetzt so mit den Höhen da was macht, man muss gucken, dass man immer auf dem gleichen Stockwerk bleibt. Sonst blendet sich das aus, wenn man das Stockwerk wechselt. Und das will man ja nicht in diesem Fall, weil das ja, ne, weil das ja dann quasi, ja, eine Ebene ist, also mehrere Ebenen so nach oben. Aber man will ja nicht, dass man da, dass die sich ausblenden. Und deswegen muss man da immer jetzt das gleiche Stockwerk nehmen. Weil man könnte ja jetzt zum Beispiel auch hier oben drauf nochmal ein Stockwerk nehmen, ne, und das dann hier schön platzieren. Machen wir aber nicht. Ganz wichtig, wenn ihr das nachbauen wollt, wir nehmen immer die gleiche Höhe. Deswegen habe ich das jetzt mit Steuerung hier entfernt. Man nimmt einfach einen Raum, drückt Steuerung und dann entfernt das hier wieder, ne? Und dann hat man da mehrere Flächen und die sind alle auf dem gleichen Stockwerk für das Spiel. Die packen wir jetzt aber noch ein bisschen höher, würde ich sagen. Ne? Dass man da so quasi stufenweise das hier hat. Das wird unser Haus. Das bauen wir mal irgendwie. Gucken wir her, dass ich hier irgendwie halbwegs in die Mitte komme, dass wir das vielleicht dann so machen. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen zurück. Drunter platzieren wir dann den Pool, aber erst hinterher, das gucken wir dann, dass wir so vielleicht das Haus machen. Man kann da jetzt auch noch hier andocken, aber wie gesagt, wieder ganz wichtig, dass man da auf der Ebene hier bleibt, sonst kriegt man nachher Problemchen. So, und da machen wir auch gleich mal mittlere Wandhöhe. So, das ist übrigens auch wichtig, wenn ihr das auf verschiedenen Stockwerken platziert, dann hüpfen die auch hoch, wenn ihr die Wandhöhe verändert. Ja, auch noch ganz, ganz guter Trick vielleicht. So, dann machen wir das hier so noch ein bisschen höher eventuell. Ja, und das hier dann auch höher. Und dann können wir das hier vielleicht so, wir machen das glaube ich hier so in die Mitte, oder? Dann kann man da so das Haupthaus. Und da muss man jetzt hier ziehen leider. Hat man da nochmal so eine größere Pool-Terrasse, sag ich jetzt mal. Und da müssen wir gucken, dass wir da Treppen hinkriegen. Und da nehmen wir jetzt unser, müssen auch wieder ziehen, sonst hüpft man vielleicht wieder auf das falsche Stockwerk. Und da machen wir jetzt noch so einen kleinen Weg für einen Steg vielleicht, so stelle ich mir das vor. So ein Steg hier vielleicht so da nach vorne. Und da können wir dann nochmal ein bisschen breiter werden. Dann hat man da nochmal so eine kleine Sonnenterrasse, wo man dann vielleicht auch in den Pool steigen kann oder so, mal gucken. So ungefähr stelle ich mir das vor, ne? So ist das doch, glaube ich, ganz gut. Vielleicht mache ich das hier noch ein bisschen weiter. Dann könnte man da vielleicht sogar nochmal oben einen Pool machen. Also mal gucken, wie hoch jetzt der ist natürlich. Eieiei, der geht jetzt in den Boden rein, ne? Das ist jetzt die Frage. Man kann den aber jetzt, ja, das ist jetzt das, was ich meinte, ne? Wenn ich den jetzt runterziehe, dann ist das wieder hier shit. Ja gut, okay. Wir lassen den jetzt mal so hoch. Das kriegen wir hin. Dann haben wir da nochmal so einen Pool oben. Würde ich mal so lassen, oder? Machen wir das mal so. Machen da oben nochmal einen Pool, also einen richtigen Pool. Das andere soll ja quasi das Meer darstellen, was unten drunter ist. Dann haben wir da so verschiedene Ebenen. Jetzt gucken wir, dass wir da die Treppen hinkriegen. Das ist jetzt spannend, ob das klappt. Ich würde jetzt mal einfach solche Holztreppen hier aus Jahreszeit nehmen. Und da haben wir auch schon das erste Problem schon, ne? Das passt hier nämlich nicht, das will das Spiel nicht. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das vielleicht nochmal höher machen. Dass wir da auf jeden Fall andocken können. Das sollte man ganz am Anfang machen hier, dass man da nämlich latschen kann. Ja, das kann man da nämlich runterlaufen. Und das gleiche Spiel dann auch da, passt es dahin, ansonsten können wir da auch nochmal höher gehen, ja, das passt soweit, oder? Können wir dann auch vielleicht komplett oder machen, das ist ja vielleicht ganz schön, wenn man die so, wenn man da überall runter, kann man das, kann man glaube ich nicht, ne? Ah doch, geht auch, ne, also machen wir das so.
Und dann gehen wir hier bis rüber, aber da geht's nicht dann, ja. Ah, ja gut, okay, dann hat man das, diese Lücke, das müssen wir nochmal gucken. Müsste man nochmal gucken hier, okay. Jetzt hat man da mal die Orientierung. Vielleicht nehmen wir da, gehen wir da noch ein bisschen weiter raus, weil wir wollen ja auch noch ein Haus draufpapseln und trotzdem davor noch so ein bisschen Terrasse haben. Ich mache das jetzt mal ganz grob erstmal, dass ich hier mir so überlege, also drei Kästchen bräuchte man vorne vielleicht schon hier, vielleicht dann auch. Gehen wir mal so nach hinten. Jetzt können wir hier gucken, da können wir vielleicht, machen wir mal ja zwei Kästchen und dann gehen wir weiter nach hinten. Gehen wir hier vielleicht dann weiter nach hinten dann noch oder zwei Kästchen auch, dann können wir so ein Doppelfenster vielleicht nehmen. Und es soll schon Bungalow-mäßig sein, ich glaube zwei Stockwerke sieht hier nicht gut aus. Man kann auch hier noch ein bisschen weiter rausgehen, ist ganz gut. Und auf der Rückseite ist jetzt die Frage, wäre eigentlich ganz gut, wenn man da auch nochmal eine Art, wenigstens so eine Art Gang hat, dass man da entlang laufen kann. Dass man da durchkommt, oder? Oder machen wir das von der Seite dann vielleicht nicht. Dass es nur hier so rum ist, genau. So, jetzt wie stützt man das Ganze? Das Problem ist, dass das Spiel bei Säulen natürlich die Höhe nimmt, wie die Stockwerkhöhe ist. In dem Fall jetzt mittlere Wandhöhe, ne? Das macht er überall hier. Das Doofe ist jetzt natürlich, das bringt uns hier gar nichts. Das ist, ja, kannst du knicken hier. Und deswegen machen wir das so, dass wir uns, ich habe eine Idee. Ich mache mir im Vorfeld immer so ein paar Gedanken, wie könntest du das umsetzen? Ich habe eine Idee und dann überlege ich, was hier, und das probiere ich dann aus im Bauen. Und zwar baby.showhiddenobjects. Da gibt es nämlich von Hunde und Katzen. Hunde und Katzen gibt dieses tolle Ding. Ich habe mir dann auch so Bilder gesucht, Bildersuche nach, wie sind diese Stelzenhäuser, diese Karibikhäuser oder wie auch immer, wie sind die, oh ja stimmt, die kommen ja oben raus. Wie sind die, auf dem Wasser, wie haben die dann relativ fette Stelzen. Ich dachte, das wie bei uns bei den Pfahlbauten, dass die wirklich so ganz viele Pferde haben, aber ist gar nicht so, die haben viele so hier. Fehler. Jetzt müssen wir uns über was überlegen. Wir können das einmal hier mit Move Objects natürlich hier bb.move Objects hochleveln. Das geht, glaube ich. Ne? Die Dinger sind relativ lang. Die gehen ziemlich tief auch ins Wasser rein. Ich bin die ganze Zeit zum Überlegen, ob ich das nicht nochmal ein bisschen höher vielleicht macht alles. Weil das eigentlich so ganz schön aussieht. Ne? Muss nicht noch mehr. Wir haben auch noch den Pool dann. Muss man auch aufpassen. Das können wir jetzt mal platzieren. Den Pool kann man jetzt platzieren. Den machen wir mal über das ganze Grundstück drüber. Vielleicht machen wir noch irgendwie einen Rand, da müssen wir dann gucken. Da wird es wieder schwierig, weil da ist ja der andere Pool dahinter. Deswegen können wir den da mal erstmal nicht platzieren. Machen wir das mal so, da überlegen wir uns noch was, wie wir die Lücke da schließen können. Mut zur Lücke hier, sage ich immer. Mal hier das so. Oh, jetzt kommt der Effekt, ne? Jetzt kommt der Effekt. Wie gesagt, schade, wir haben keine Wassergrundstücke. Ich habe trotzdem Bock, sowas zu bauen. Wenn wir das dann so machen, ja, machen wir natürlich noch schön, dass das gleichmäßig ist. Eieieiei. Oh, und da hinten ist sogar gerade das Wasserflugzeug, ne? Takalaka. Jetzt können wir nämlich hier das so machen, dass wir die jetzt da entsprechend hochleveln. Jetzt können wir gucken, wie wir das hinkriegen. Es muss gar nicht mal so sein, dass die im... Wie hoch sind die? Guck mal, das kriegen wir sogar hin. Die sind sogar noch tiefer. Guck mal, genau richtig jetzt. Perfekt. Na, sie sind nicht ein bisschen... Die sind genauso lang, wie wir es jetzt brauchen. Und wir setzen die jetzt so. Also ich packe die, ne, dass sie rausguckt und dann wieder eins zurück. Und dann, wobei das eigentlich sogar gar nicht so schlecht aussieht, wenn man das sieht. Das muss man ausprobieren, wenn das, ob das Sichtholz sein soll. Weil es stört die Sims nicht, weil es ein Stockwerk drunter ist. Man könnte jetzt einfach mal irgendeinen Boden nehmen. Ich würde mal gleich den da nehmen, wenn der gerade hier angezeigt wird. Machen wir mal den. Ja, ob man das sehen soll, das sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus, wenn man das so sieht, ne? Ist gar nicht so verkehrt. Hier ist natürlich auch die Frage... Will man das haben oder will man das nicht? Kann das weg? Ich würde es, glaube ich, doch wegmachen, dass das unten drunter ist, die Stützsäule. Ja, machen wir das mal so. Und jetzt muss man natürlich wirklich aufpassen. Das Problem, in Anführungszeichen, ist jetzt, dass man die Säulen natürlich irgendwie gleichmäßig verteilen muss. Ne? Man muss die schon irgendwie auch, dass die irgendwie, ja, das ist nicht so einfach, jetzt das rauszufinden, weil ich brauche einerseits den Pool, um die gleich richtig zu platzieren. Andererseits brauche ich natürlich dann auch, na, muss ich das hier, sonst könnte ich es mit den Kästchen machen, aber ich sehe gar nicht die Kästchen. Wir könnten das mit den Kästchen machen, die vielleicht hier sichtbar sind. Ja, aber da kommt es auch nicht raus. Aber wir können ja gucken, wo es kommt raus. Dass man das so auf jeden Fall gleichmäßig macht. Ich würde es auch so mal machen. Also eben eher sogar, ich habe wie gesagt, ich habe Bilder gesucht.
Es ist eher sogar so, dass die sogar Betonpfähle haben. Selbst bei diesen natürlichen Karibikhäusern. Und die sind relativ groß auch. Das hätte ich gar nicht gedacht, weil ich dachte auch, jetzt komm, dann nimmst du eine Säule und guckst du, dass du die irgendwie hochlevelst und was weiß ich. Dann musst du wieder zwei Säulen übereinander. Wenn die dann ineinander sind, dann flackern die und so weiter und so fort. Ne? Das ist dann nicht so toll. Da immer so, dass ich das so mit zwei Kästchen fast Abstand irgendwie zum Boden mache. Und dann hauen wir die, rammen wir die rein, ungefähr hier in diesen Positionen, wo das dann halt so statisch, sage ich jetzt mal, aussieht, wie hier müsste man das stützen, ja. Und dann würde ich das hier auch mal so machen, dass man das vielleicht so macht. Sondern das hier jetzt erstmal auf der Vorderseite, bevor ich jetzt eine halbe Stunde Säulen reinramme. Dass wir hier auf jeden Fall eine rein friemeln uns. Und dann daneben auch nochmal eine, oder? Dann hat man das, ist das so ein bisschen hier ganz gut. Da kommt es raus, wieder eins runter. Und hier wieder gucken, dass das hier ungefähr gleicher Abstand hat. Gleichen Abstand hat. So, und hier dann auch. Gut, hier könnte man sich überlegen, ob man so zwei Säulen dann quasi nimmt. Machen wir auch noch so einen Holzsteg zu irgendeiner Insel. Oder so. Wir haben jetzt so ein Geländetool, da können wir dann so ein bisschen Pseudo-Insel-mäßig ein bisschen was machen. Ja. So, wobei wir nicht wirklich Inseln machen können. Wir können ja nur wieder, ne? Wir können ja nur wieder quasi ne, Poolloch machen. Poolloch. Und da dann quasi ein bisschen Berg drauf machen. Ja. Ist leider so. Ja, auch nochmal so in die Mitte rein. Jetzt auf den Steg, dass der hier. Dass das hier schön mittig ist ungefähr. Ganz hundertprozentig war es nicht schlimm, aber so. Ja, es sieht auch so aus, als wenn da mal der Wasserstand anders gewesen wäre, ne, weil es ein bisschen gammelig ist. Und da natürlich das gleiche Spiel. Wie gesagt, mache ich jetzt nicht fertig, aber dass man so mal grob das so anguckt sich. Sieht besser aus, als ich dachte. Ich dachte so, boah, sind die groß. Aber ich denke, das ist so ganz fein. Ja, ich glaube, das kommt gut. Ja. Ich mache es jetzt auch gleich mal so, dass wir hier, dass man ein bisschen mehr diesen Stil auch sieht. Machen wir hier jetzt mal. Oh, die sind auch nicht schlecht. Aber die kann man, glaube ich, da, ne? Den nehmen wir da so eher so. So was hier, ne? Dass das so ein bisschen leichter ist. Dass man das erstmal hier mit Holz auch umfährt. Das ist das ein bisschen dunkler noch. Ein bisschen rötlicher. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass wir da haben. Ansonsten könnte man auch noch so ein graues Holz da nehmen. Dass das ein bisschen mehr wie die Pfosten aussieht. Würde auch gehen. Sieht auch gut aus. Ne? Das ist so die Frage, wie macht man es? Ich finde das Rötlichere ein bisschen besser. Das sieht so ein bisschen dschungelmäßig aus. Es wird kein Dschungelding. Ich möchte es eigentlich schon modern einrichten, aber so ein bisschen tropisch kriegt es natürlich den Flair. Hier können wir vielleicht dann auch, da müssen wir ein bisschen aufpassen, nämlich, wie man das macht, vielleicht so Steine nehmen oder so. Vielleicht können wir da auch, haben wir irgendwo weiße Steine? Das wäre eigentlich auch ganz schön mal. Das ist so ein bisschen was Weißes, aber das ist alles so düster. So ein bisschen was Weißes, ne? Sowas vielleicht. Sieht ein bisschen edler aus irgendwie, ich weiß auch nicht. Dass man da so mal was Massives noch hat. Oder wir machen da einfach grün drüber. Und, ja, das ist echt schade hier eigentlich, ne? Dass man da die nicht... Pool im Pool. Müssen wir auch mal aufpassen, wenn man da was verschiebt, nicht, dass die Dinger da sich verschieben wieder. Und im Wasser könnte man dann so Steine platzieren, diese Alien-Pflanzen. Wie machen wir das hier, dass wir das hier ausbessern? Ich guck mal rein, ob wir da so grün drüber, aber das ist auch zu schmal. Das so macht irgendwie. Man könnte hier natürlich. Ei, das ist schon toll, wenn es das so runterhängt. Und dann könnte man unten vielleicht noch mit. Oder warte mal, was haben wir denn da? Wir können die doch da reinsetzen, oder? Sind die denn da so vom. Gar nicht mal so schlecht. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn wir die noch ein bisschen größer machen mit dem Vergrößerungs-Cheat, dass das da so ein schönes. Packen wir das vielleicht noch mal ein, zwei darüber. Also ein bisschen schon sehr groß dann auch, ne? Oder man macht es ganz groß und dann... Oh, das passt sogar da rein dann, ne? Muss man immer ausprobieren hier, ob das hier geht mit dem Spiel. Dann hätte man da so eine Art Blumenkasten. Natürlich gucken, dann müsste man den Pool noch ein bisschen größer machen oder die Terrasse ein bisschen schmaler. Aber das passt hier gerade genauso rein. Wie kann das auch anders sein hier? Eieiei, machen wir das mal so, dass das hier sich... Dass das hier bündig ist. Der Pool wird immer größer. Dann müssen wir noch mal eins größer, ne? Eieieiei. Let me check this out hier.
Machen wir das aber so, dass wir das hier nochmal schmaler machen und da dann das hier nochmal weiter. Hier auch die Treppe, weil dann ist das hier auch bündig. Dann machen wir das noch ein Stück höher, würde ich sagen, oder? Eieiei, ist das eine Fummelarbeit hier wieder. Aber ich würde es schon, glaube ich, sonst so machen, dass das hier oben geschlossen ist zumindest. Und dann könnte man da Pflanzen reinsetzen oder vielleicht sogar Palmen oder so. Es wäre nämlich ganz schön, wenn da in der Mitte dann auch noch ein paar Palmen irgendwie sind. Ich finde das jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ich würde es aber, glaube ich, doch noch tiefer machen irgendwie. Kriege ich das noch irgendwie tiefer runter? Guck mal, das geht sogar. So, sind noch tiefer. Das blöde Gitter da aus. So, und jetzt kann man da nämlich... Ja, so ist es gut. Oder machen wir das hier bündig? Dann kommen eh noch die Pflanzen drauf. Ja. Oh, da, ich weiß, jetzt machen wir... Wir machen da Wasserfälle hin einfach. Oh, wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Wir nehmen da Wasserfälle, oder? So, Wasserfälle hier aus. Will ein Wasserfall. Ich will ein Wasserfall. Wieso geht ihr da nicht hin, wie ich das will? So geht's. So geht's. Ja, so geht's gut. Oh, das passt sogar hier. Triple Feature hier. Sehr schön. Dann packen wir das hier so hin und dann können wir da drunter. Da gibt's auch diese einen Platten da. Die könnte man nehmen. Das Gute ist ja hier, wir haben ja hier so ein. Quasi einen Boden. Deswegen, lässt das Spiel uns das machen. Das könnte man einerseits machen. Das wäre vielleicht ganz schön sogar auch. So ein bisschen moderner wieder. Ne? Oder man nimmt, ich dachte eigentlich erst an die Blumenkästen. Ja, das wäre auch noch möglich. Diese modernen aber auch. Was sind diese blöden Wanddinger? Waren die nicht da? Waren die hier? Waren die da? Waren die da? Weil die sind nämlich auch quadratisch. Deswegen, ich scanne gerade gedanklich den Baumodus. Was sind diese blöden Wandpflanzen? Sind die nicht hier drin? Schwören können, die sind hier drin. Doch, da sind sie doch. Ja, in weiß auch vielleicht. Guck mal, wie groß wir die kriegen, weil die müssten eigentlich irgendwann... Genau, passt doch. Wie viel passen da rein? Kann ich mal gucken. Ich sag nicht, das passt jetzt auch wieder ganz genau. Heute haben wir Glück, du. Nee, passt nicht ganz genau. Wir können gleich ineinander platzieren. Finde ich schöner, ja. Ist auf jeden Fall schöner. Wir brauchen ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr Natur auch. Man kann die auch durchaus ein bisschen höher machen, hat man noch mehr diesen Charakter von mehreren Ebenen irgendwie. Das finde ich ganz schön. Ja, obwohl die werden tiefer, glaube ich, besser aussehen. Dann haben wir mehr vom Wasserfall. Jetzt, wo man sieht, ne, entscheidet man sich dann um. Ja, da ist ein bisschen Überhangmandat hier. Ja, ah, das flackert doch schon. Dann müssen wir das doch hier reinsetzen. Noch ein bisschen tiefer, sonst guckt das Gras durch das Holz durch. Machen wir das mal so. Ja, jetzt hilft das wieder außen hin, da will ich dich nicht haben. Ja, wir machen das mal so. Ja, wir machen das mal so. Und jetzt gucken wir, dass wir hier, bringen wir dorthin, dass wir da das Pflänzchen hochleveln. Hoffentlich rutscht das nicht alles wieder runter. Aber da gibt es noch diese schönen Tropenteppiche, sag ich mal dazu. Oh, das ist auch gut, das ist auch gut. Das ist schön dicht auch. Ja, dann kann man das nämlich hochleveln, ein bisschen, ein paar Zentimeter hier. Oh, das kann man sogar so ein bisschen überstehen lassen. Das ist ganz, ganz toll eigentlich, ne? Ein bisschen hier überstehen. Jetzt rutscht es wieder runter, das blöde Ding, echt mal. Das war's so. Let me have a look at it hier. So machen wir das mal. Und dann noch diese. Diese, wo sind diese? Diese da, die da, diese bunten. Die sollen auch noch mit rein. Ich das nicht weiter vor hier irgendwie auch. So, hier irgendwie das Gitter mal an. Ja, doch, mit Gitter geht's hier. Mit Gitter geht's. Und dann können wir da nämlich so Palmen reinsetzen. Das ist doch schön. Müssen wir aber hier das Loch hier schließen. Komplett hier. Machen wir das nochmal hier so hoch. Verkleinerung nochmal. So. Bisschen Variation drin ist auch. Sehr schön. I like. Dann nehmen wir jetzt die tollen Palmen da rein. Oder nehmen wir gleich die großen oder die kleinen da? Ich würde sagen, wir nehmen gleich die großen. Hier sind die großen hier oben, ne? Ja, da müsste man jetzt wieder das Gitter ausschalten oder ein Stockwerk runtergehen. Das vielleicht mal so macht und so macht. Vielleicht können wir die auch eins kleiner machen, dann hat man das so eine Abwechslung noch mit drin. Ja, noch ein bisschen hoch. Ist schöner, wenn die größer sind, oder? Ja, yeah, ich
glaube, das wird hier, Leute. Toll. Schöne, schöne Geschichte. Es wäre toll, wenn man da noch so ein Bötchen hätte und so rumfahren könnte. Okay, wie gesagt, ich möchte das modern machen. Ich möchte auch schöne große Glasfenster reinmachen, aber trotzdem so ein bisschen hüttenmäßig vielleicht, ja? Vielleicht können wir oben auch nochmal irgendwie so ein Türmchen oder so machen. Das haben die, glaube ich, auch. Also will ich mal, ich will mal so anfangen mit so einem Dach. Also das auf jeden Fall mal hier ziehen. Dann machen wir das nämlich so schrittweise hier. Und das hier nimmt und dann hier nach hinten zieht. Immer ganz gut, wenn man das dann so macht. Das ist nämlich schön bündig erstmal. Das sieht aus wie so ein Basegame aus, ne? Und hier dann entsprechend nochmal einen Flügel rein. Den müsste man aber auch wieder so weit nach hinten ziehen, wie auch die anderen sind, damit das hier ja alles nach einem normalen Dach aussieht. Und da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, ist es denn der Possibility, hier so schöne Strohdächer zu machen. Wir können die so ein bisschen überhängen lassen auch. Finde ich ganz geil. Vielleicht können wir auch da so Lichterketten hinhängen oder so. Und das soll so eine moderne, tropische Luxusherberge werden. So stellen wir das vor. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen, ja, luxuriöser Urlaubshaus, Ferienhaus. Und da können wir jetzt doppelte Wandhöhe schöne Glasfenster reinbauen. Das ist natürlich die Frage, nehmen wir jetzt die, nehmen die aus Verde berühmt, die sind ganz toll, finde ich. Die sind echt schön. Da kann man gut was machen mit denen da. Die sind richtig schickimicki, aber trotzdem irgendwie noch, ne? Nicht so schlicht. Wenn man das vielleicht hier so macht irgendwie und da auch so ums Eck. Ich finde so Fenster ums Eck immer ganz toll. Das ist immer richtig schön. Das ist immer so, macht voll was her. Schön offen natürlich, dass da die Sonne reinkommt. Gut, innen müssen wir eh nochmal die Aufteilung machen, aber dann hier mal so mal ein bisschen das Eckfenster jagt. Oh, sieht das komisch aus, weil da unten keine Säule noch rechtlich ist, ne? Noch keine Säule, noch nicht. Ich glaube, das sieht ganz geil aus. Und als Wand, oh, das wird schwierig. Ich glaube, wir müssen da schon Holz nehmen, ne? Alles andere wäre ein bisschen schwer. Vielleicht können wir da auch wirklich so ein bisschen was Natürliches nehmen. Würde man da querbalken oder hoch kann? Ich hätte es jetzt eher mit hohen gemacht. Aber das ist schon die Frage jetzt auch. Oder mit weiß. Aber weiß ist wieder zu clean irgendwie, glaube ich. Das ist so ein bisschen Bambusfarben. Man könnte es auch so. Nee, ich denke irgendwie sogar fast. Der Schwarz ist wieder zu krass. Ich würde es, glaube ich, echt mit dem Holz, das wir hier haben, machen auch. Das passt dann auch wieder zu dem. Ist noch ein bisschen rötlicher. Sieht auch gut aus, aber ich würde es, glaube ich, echt mit dem machen. Aber das können wir noch ändern. Das ist ratzifatzi gemacht. Aber ich denke, so wirkt es ganz gut. Jetzt brauchen wir natürlich noch Balkontüren. Da würde ich auch die hier nehmen. Die sind schickimicki irgendwie. Und sehr schlicht auch. Wobei die auch richtig toll sind. Oh, die sind schön. Die sehen aus wie so ein Luxusding auch, ne? Nehmen wir auch hier dieses rötliche Holz, oder? Eher das rötliche Braun. Also ich würde schon sagen, also man muss hier irgendwie rauskommen und hier dann auch nochmal, ne? Dass man da zwei Türen hat. Irgendwie hier zentral, hier Wohnbereich und da hinten vielleicht ein Schlafzimmer. Ich würde es auch für so ein Pärchen machen. Ich würde, glaube ich, nicht mal irgendwie Kinder oder Tiere oder so. Ja. Jetzt gucken wir nochmal nach dem Dach. Wenn ich das mal habe, dann können wir das so ein bisschen wölben, würde ich sagen. Da fängt es auch schon wieder an, schwierig zu werden dann, wenn man das wölbt. Weil dann passt das nicht mehr so gut aneinander auch. Ja. Man kann das auch mit Shift-C nochmal probieren. Da kriegt man nämlich ein bisschen schönere Wölbung. Kriegt man quasi eine Ecke mehr dazu. Dann ist es nicht so. Das ist nicht so eckig eben. So, ich glaube, das ist ganz cool. Dann müssen wir das noch ein bisschen tiefer machen, denke ich jetzt auf jeden Fall mal. Könnte man auch so machen. Hier auch nochmal ein bisschen tiefer. Und ich würde dann da oben mal irgendwie so ein Türmchen. Wo machen wir das jetzt hin hier? Das müsste eigentlich hier so zentral gut reinpassen, ne? Wenn wir das so machen. Wie groß ist es? Wenn wir das hier so unter das. Ah, es geht jetzt schlecht, ne? Müsste man entweder das nochmal eins kleiner machen oder eins größer. Wenn man das so macht, dann kommen wir wieder nicht hoch. Ja, dann kommen wir. Ich will ja auch, dass sie da hochlatschen können hier, die Sims. Ja, das ist fast, glaube ich, zu groß wieder für so ein Türmchen. So. Machen wir das so. So, oder? Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Müssen wir nur ausprobieren. Das müssen wir nur ausprobieren hier, ob das gut wirkt. Hier. Das gut wirkt, das weiß ich auch nicht. Vielleicht auch noch mal ein bisschen höher machen. Dass hier bündiger ist. Glaube ich. Besser aus.
das hinten ein Dach ist, ne, nicht mehrere. Da müssen wir nochmal mit der Wölbung gucken. Aber so von der Idee her, glaube ich, passt das. So, und dann da oben nochmal so ein schönes Dach drauf. Also auch wieder, können wir nehmen auch das gleich, ist egal welches. Und das dann so ein bisschen so. Und da könnte man dann vielleicht sogar nochmal so ein Aussichtsbalkönchen machen oder irgendwie sowas. Ja, ein bisschen spitzer. Kann das auch hier noch höher machen. Würde ich aber das obere höher machen, weil da muss ja eine Treppe hin und die braucht, glaube ich, 4 Kästchen, ne? Und eine Trittfläche und dann ist das so rum, glaube ich, besser. Wir gehen da ein bisschen hoch. Das ist zu groß eigentlich, ne? Aber wenn man jetzt wenn man es nicht so groß macht, dann kommt man da, glaube ich, nicht hoch. Dann testen wir das gleich mal aus. Ich glaube nämlich, man braucht hier nämlich für diese. Ja, drunter lässt er mich nicht, weil da brauchst du unten eine Stufe und hier eine Stufe. Ja, ist wieder hier so ein Wendeltreppenproblemchen, ne? Wieder nicht impossible because of Wendeltreps not exist hier. So. Ja, anders kriegst du es nicht hin, ja? Da musst du die Breite haben. Du musst die Breite haben, sonst kommst du nicht hoch in das blöde Ding da oben. Ja, es ist voll schade eigentlich. Ist wirklich schade. Ärgert mich, ärgert mich, ärgert mich, ärgert mich. Das ist zu schwer da oben drauf. Das geht nicht. Dekotürmchen. Hi, ja. Ich mache ein Dekotürmchen. Immer mehr ein Dekotürmchen. Aber ein schönes kleines dann aber auch. So, ein Dekotürmchen. Also, liebes Spiel, das gewonnen. Vielleicht können wir außen vielleicht noch irgendwie eine Treppe hoch machen oder so, dass man das irgendwie. Aber ich würde schon gucken. Das sieht vielleicht 10-mal besser aus hier. Das ist immer noch ein bisschen schwer. Vielleicht sogar machen wir nur 3x3, aber wenn wir da jetzt so ein bisschen die Fenster vielleicht auch reinpacken. Das ist doch auch so, dass wir hier wieder 2-2 machen. Dann könnte das ein bisschen weniger wiegen. Und dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Wenn man da noch jetzt so ein schönes Balkönchen hätte, das wäre natürlich nochmal top. Ich würde auch eher so ein Flachdach dann machen, ne? Dann sieht das gleich nochmal besser aus. Nehmen wir hier nochmal so ein, am besten, am liebsten wäre mir natürlich so ein rundes. Ja. Das müsste man dann aber 2 Kästchen, glaube ich, wegmachen, oder? Lässt er mir das ein Kästchen? Lässt er mir das ein Kästchen? 1,5 wäre natürlich wieder ideal. Ja, das geht leider nicht, da musst du so weit raus. Kannst du mir überlegen, wie kriege ich da eine Treppe hoch? Kriege ich da eine Treppe hoch? Kriege ich, glaube ich, nicht hin, ne? Drehen wir das Ganze mal und gucken mal, wie das aussieht. Sonst sieht es vielleicht doch wieder zu schwer aus. Müssen wir, wie gesagt, ausprobieren. Kann man so nicht sagen. Learning by doing. Testen, testen, testen. Probieren, probieren, probieren. Tools kennenlernen. Wissen, wie die ticken. Und dann schafft man das hier, wenn man das will. Jetzt hat natürlich mein Ding zerrissen. Aber ich glaube, es sieht eh nicht so gut aus, wenn da oben nochmal so ein Ding ist, ne? Mal ausprobieren jetzt. Machen wir das mal komplett. Was kann man sich echt auch schwierig vorstellen. Wirklich gucken, dass man das nicht nur exemplarisch macht, sondern wirklich auch dann. Ja. Vielleicht können wir da einfach da, wo der Balkon quasi fast auf dem Dach liegt, da dann ein Stockwerk drunter packen. Das wäre dann auch die Möglichkeit. Das wäre noch die Möglichkeit. Oder wir machen wirklich ein Dekotürmchen. Was, ja. Ja, das ist so die Frage. Also da hört es dann auch schon auf mit meinem Latein. Das sieht schwer aus. Zu schwer für dieses. Für diese Bauart. Haus auf Stelzen. Wir müssen jetzt hier mal gucken, dass wir da nochmal ein schönes Holzzäunchen hinmachen. Was nehmen wir denn da? Ich würde fast sagen, die auch aus Jahreszeiten. Wo sind die guten? Die sind relativ dünn, also dadurch leichter. Aber ja, die sind dann trotzdem irgendwie schick. Ne? Also ist nicht irgendwie schäbig oder billige Farmzäune. Wieso geht es jetzt da wieder nicht? Lass mir doch den Zaun da, war es doch gerade. Mensch, was ist denn los? Liebes Spiel, manchmal nervst du mich schon.
Oh, die haben sogar nicht mal eine Säule da, wie toll. Der ist sogar noch besser in dem Fall. Komm. Chakalaka, ja, jetzt klappt's. Ja, und da ist auch wieder das Problem jetzt witzigerweise, dass man hier wieder keine Dings hat, ne? Keine, das ist wieder das Buggy-Spiel da, ne? Früher konnte man auch in den Rundungen diese Leisten da anbringen, jetzt geht's nicht mehr. Super Sache, liebes Spiel, voll überhaupt nicht. Ja, das ist natürlich echt dämlich dann. Das nervt mich jetzt schon wieder. Ja, also mit diesem Türmchen, da müssen wir nochmal gucken, Leute, ne? Das gefällt mir nicht so gut. Ein bisschen tiefer machen. Irgendwie hat es was für eine Kirche auch. Ich mach das weg. I do it. I delete it. Wir gucken nächstes Mal, was ihr kommentiert. Das sieht aber schon ein bisschen komisch jetzt aus, ne? Irgendwas fehlt hier. Ja? Irgendwie, wisst ihr, wie ich meine? Können wir mal noch was anderes probieren mit den Dächern? Ist immer schwierig. Ist natürlich das ganze Aussehen vom Haus. Können wir hier nochmal sowas machen, dass man das nochmal hier so platziert? Nochmal schön auch gewölbt. Shift C zum erweiterten Dachmodus. Eventuell sogar ein bisschen breiter noch wäre ganz gut, ne? Ein bisschen so. Ein bisschen so. Sollen wir das ganze Haus nochmal eins breiter machen? Oder will man das so? Was ist denn das so komisch? Da irgendwas stimmt nicht. So muss es sein. Ganz genau. Wenn man das so nochmal ein bisschen dekorisiert. Kann man auch hier hin machen, durchaus. Eins weiter rüber. Dann sieht das gleich wieder viel besser aus, finde ich immer, wenn man da irgendwie so ein bisschen nur was rein macht. Ja, hier ist ein bisschen knapp, vielleicht gehen wir da auch nochmal ein Stück dann raus. Aber so von der Idee her ist das, glaube ich, ganz passabel, oder? Hier nochmal eins weiter. Wenn man das so macht. Ja, da können ein bisschen die Form auch noch ein bisschen spitzer sein da, ne? Machen wir das da weg. Nicht das. Das. Und da, dass man da eins hat. Wobei, das andere sieht besser aus, weil das passt mehr rein, ne? Das ist wieder das Falsche hier. Ja, ja. Müssen wir noch was uns überlegen für das Haupthaus. Das gefällt mir auch noch nicht so. Da liegt es auch dran, dass das nicht hier mittig ist einfach, dass das so ist. Und dann wäre es besser, wenn das oben spitz zuläuft. Ja, dann hat sie hier wieder das Problem schon. Oder man macht das hier höher. Das in der Mitte. Das tiefer. Es wäre gut, wenn das hier zur Spitze hinläuft. Das ist die Sache. Wenn wir das vielleicht doch dann so machen. Und hinten dann nochmal zwei Kästchen. Wir müssen gucken, dass wir das Dach schön hinkriegen. Sonst sieht es blöd aus. So ist besser. So ist viel besser. Ja. Ein Hauptding und dann machen wir hinten einfach das größer. Und die anderen schmiegen sich an. Da muss man so, glaube ich, machen. Das ist so ein bisschen optisch. Die Challenge. Das kann dann. Das muss gar nicht so weit. Das können wir da auslaufen lassen. Irgendwo in der Mitte. Und ja. Gut, das ist jetzt ja auch nicht das schönste Dach. Und mal hier eins weiter. Dann da immer das in eine komische Lücke rein. Was hast du denn da? Hast du da ein Fenster? Hat der da ein Fenster hier? Vielleicht sogar gar nicht so schlecht, wenn man da nochmal so eine Ausbuchtung hat. Da hat er nicht so eine kerzengerade Wand da, ne? Finde ich ganz gut. Hier könnte man nochmal so einen kleinen Sprungturm hinmachen für den Pool. Ja, von der Rückseite sieht es noch komisch aus, weil da haben wir noch nicht den. Ja. Haben wir noch nicht den, die Stelzen. So, das ist irgendwie auch komisch hier. Da muss irgendwie, glaube ich, doch noch ein bisschen kleiner. Ich irgendwie da nochmal. Ja, es ist nicht symmetrisch. Das stört das Auge. Hier wäre es auch gut, wenn das hier. Ach, irgendwie ist das falsch. Ja. So, kriegen wir da doch hin, oder? Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin, wäre doch gelacht. Das so machen, dann können wir den Pool auch nochmal eins weiter. Dann haben wir sogar noch mehr Platz unten für unsere Pflanzenkästen. Ja, jetzt geht's in die Details. Merkt ihr das? Jetzt haben wir hier wieder ein paar Probleme hier mit den Wasserfällen. Also da irgendwas hast du immer.
Irgendwas hast du immer. Aber ich habe eine Idee, wir machen das einfach so, dass wir hier vielleicht sogar... Und das wieder zurück. Dass wir hier vielleicht sogar das Ding einfach hier vorziehen. Dass wir da nochmal am Rand was haben. Sieht gar nicht so schlecht aus. Das wäre doch was, oder? Ist doch cool irgendwie. Ja, ja, es dauert noch ein bisschen, aber ich glaube, es wird. Also das, die Idee ist geil. Es müsste nur noch gut umgesetzt werden, oder? Ja, was sagt ihr denn? Wir brauchen ja auch noch so ein Fähnchen. Ich nehme oben gleich so mal so ein Fähnchen oben drauf. Das sind die hier drin auch? Ah ja, schön. Wenn da irgendwie so ein bisschen was Tropisches. Hier ist sowas. Guck mal, müssen wir gleich mal so. Ja, so ein bisschen. Sehr gut, ja. So muss das sein. Vielleicht können wir auch hier nochmal so ein Dach irgendwo rein friemeln. Wenn wir da keine... Haben wir nur so, nicht wirklich so Hüttenfenster-Dinger, die im ehesten noch, aber, ne, nicht wirklich, ne, also das ist schade. Vielleicht könnte man auch da noch so ein Stockwerk machen, dass man da nochmal ein Stockwerk drunter packt. Auf der, auf der Höhe hier, ne, dass das ein Stockwerk ist. Das noch ein bisschen wölbt. Und dann kann man da nämlich auch noch so eine Ausbuchtung machen, wie so ein Dachfenster, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch wieder knapp. Knapp mit dem Platz. Dass man hier nochmal irgendwie nochmal was plant. Dass es irgendwie nochmal cooler aussieht. Das muss cooler aussehen noch. Das ist mir noch zu langweilig. Das ist mein Anspruch höher irgendwie. Wäre natürlich auch wieder gut, wenn es symmetrisch wäre, ne? Wenn ihr nicht bei wünscht, der was. Ja. Noch mal ein bisschen nach oben hin, noch so ein bisschen höher wird einfach alles. Das ist nochmal so irgendwie doch über zwei Stockwerke vielleicht geht. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, ich würde mal sagen, soweit so gut. Das ist die erste Folge. Und ja, wir gucken dann mal, was ihr jetzt dazu sagt. Wie ihr das findet. Lass mal wieder für Fenster rein. Aber ja, die Frage, nehmen wir die gleichen oder jetzt so solche auch gerade direkt. Gehen, glaube ich, in die Mitte. Also ein bisschen zu groß. Irgendwas in die Richtung oder vielleicht was ganz anderes, dass man sowas mal da oben reinpackt. Ausprobieren. Hier ist auch wieder schwierig. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben hier, würde ich sagen. Ja, aber das kriegen wir, glaube ich, hin, oder? Wer da gelacht? Zusammen. Gerne kommentieren, wie ihr das findet, wie ihr was machen würdet. Für heute war es das. Das ist mein Overwaterhaus. Bisher so. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier zum Let's Build oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Falls ihr noch mögt, dann ganz viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.